Hi, ich bin der Dirk. Wir sind hier in der Frau Trude. Hier bin ich der Betriebsleiter mitten in der schönen Hanauer Altstadt. Frau Trude ist ein Grimms Märchen. Das haben wir uns einfach, wir haben gedacht, wir brauchen einen Namen für ein Steakhouse, der im Kopf bleibt, der nicht so alltäglich ist, der einen Bezug zur Stadt Hanau hat. Und da sind wir auf Frau Trude gekommen und fahren da mittlerweile ganz gut mit. Wir kommen mit den Gästen ins Gespräch. Und können dazu eine kleine Story erzählen und es ist immer wieder schön und den Gästen gefällt es. Ja, hier in der Frau Trude gibt es Steaks, aber natürlich auch vegetarische Sachen. Wir haben zwei schöne Dry-Ager hier in der Frau Trude stehen. Die sind so das Herzstück unseres Ladens. Da haben wir immer Special Cuts, also gereiftes Fleisch, was wir anbieten. Da ist jeder Gast immer mit eingeladen, mit an den Fleischschrank zu gehen. Wir erklären ein bisschen was über die Reifung, was da genau passiert. Und da lässt sich die Küchentruppe immer wieder ganz tolle Sachen einfallen. Deswegen gerne regelmäßig vorbeikommen und einfach schauen, was wir hier Neues in unseren Schränken liegen haben. Ja, hier in der Frau Trude, also unsere Tomahawks. Wir haben immer Tomahawks im Fleischschrank hängen. Die werden in Rinderteig nochmal eingetaucht, ummantelt, dass sie schön saftig bleiben. Einfach, das wird vorher dann abgeschlagen, dann kommt es direkt auf den Lavasteingrill. Und dafür sind wir schon hier bekannt in der Region. Zu Hause koche ich gar nicht, nein. Ich lasse mich da gerne hier von den Jungs bekochen. Ja, ich gehe gern hier in Hanau essen, also wirklich. Also hier gibt es so viele schöne Sachen und da kann man auch nennen, das Deins, die Ruderei. Also ich bin Fan von Hanau und liebe es einfach hier essen zu gehen, in der Gastronomie unterwegs zu sein. Ursprünglich hat mich nach Hanau verschlagen einfach die Schule. Also ich bin hier zur Schule gegangen. Und dann der Job. Also ich habe bei Stefan angefangen zu arbeiten im Zentral damals, meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Dann lag es nahe, hierher zu ziehen und habe Hanau lieben gelernt, definitiv. Hanau ist ein Dorf. Hanau ist vielfältig. Und Hanau ist, ja, lebt einfach. Also hier tut sich jeden Tag so viel in Hanau und das begeistert mich immer wieder. Also man kann jeden Tag neue schöne Orte in Hanau einfach entdecken. Ja, genau. Also ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann und natürlich liegt mir das dann auch am Herzen, in der Trude immer Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Event zu planen, Lobsters und Bubbles. Da versuche ich dann auch immer andere Gastronomen noch mit reinzunehmen und wenn die Wetterlage es zulässt, natürlich im schönen Außenbereich, ansonsten auch hier drin, findet immer wieder neue Sachen statt, auch im Rahmen der Lokalrunden, kulinarische Weltreise, kleine Veranstaltungen. Also das ist meine Freude neben dem täglichen Gastgeben hier im Laden. Lobsters und Bubbles, ja, also es gibt auf jeden Fall Champagner, es gibt einen halben Hummer und da sind wir jetzt gerade am Planen. Ja, da freue ich mich drauf. Ich glaube, Hummer kann man jetzt nicht überall essen und da hatten wir mal Bock drauf. Wir haben einen geilen Grill, da wird der Hummer drauf gehauen, dazu ein bisschen Champagner. Perfekter Tag für mich eigentlich so. Ja, Hobbys habe ich kaum welche. Also ich habe einen Hund, eine französische Bulldogge, den Buddy. Das ist so mein Hobby, mein Ausgleich, mit dem gehe ich viel raus. Ansonsten ist mein Hobby auch meine Arbeit. Also ich lebe für die Arbeit und ich mache es gerne. Fühlt sich oft nicht wie Arbeit an. Ich bin einfach gerne Gastgeber und liebe es einfach hier in der Frau Trude oder in den anderen Läden zu sein. Und ja, ansonsten draußen in der Natur mit meinem Hund. Ja, also Anzug ist nicht meins, tatsächlich daheim auf jeden Fall sofort Jogginghose, auf der Arbeit leger. Also da ist es oft die Cappy und ein T-Shirt und das reicht für mich. Wir sagen immer, wir sind ein Steakhouse für jedermann und man kann hier im Jogginganzug kommen oder auch im Businessanzug, das ist völlig egal. Ich glaube, Klamotte sagt auch ganz wenig einfach über den Mensch aus. Ich habe tatsächlich, also jeder spricht mich auf meine strammen Waden an.
und fragt sich, ob ich Fußballspieler bin, aber ich habe tatsächlich in der Jugend Rock'n'Roll getanzt und daher kommen die noch. Bin ich stolz drauf. Also hat Spaß gemacht damals, würde ich jetzt nicht noch können, aber daher meine strammen Waden. Okay, ich schau mal nach, ob ich da noch irgendwas habe. Ja, also die Stadt Hanau ist auf mich damals zugekommen, weil ich natürlich auf Instagram aktiv bin. Ich habe natürlich einen Bekanntenkreis, der auch bekannter ist, sage ich mal so. Also es sind ein paar Leute, die auch schon im TV zu sehen waren. Ich hatte natürlich auch Erfahrung jetzt hier schon mit Mein Lokal, Dein Lokal haben wir in der Frau Trude gedreht. Und dann kam die Stadt Hanau auf mich zu, hat gesagt, hey, du machst das ganz cool, hast du da Lust drauf? Und ich bin da immer so. Also ich halte gern mein Gesicht in die Kamera, ich stehe dazu, mache gern Instagram, jeder kann irgendwie an meinem Leben teilhaben, macht mir Spaß. Und wenn ich da noch was Gutes für die Stadt Hanau tun kann, dann passt das ja perfekt. Ja, ich bedanke mich natürlich beim ganzen Team hier in der Frau Trude oder auch bei Clara Zentral, unserer anderen Läden, Schloss 1 in Wächtersbach, aber auch an alle Gäste und an alle, die nach Hanau regelmäßig kommen, weil Hanau ist eine tolle Stadt und das müssen wir noch viel mehr zeigen und wir haben so viel zu bieten, deswegen kommt weiterhin nach Hanau, in die Frau Trude, in alle Gastronomien in Hanau und vielen Dank dafür.